So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, den Mirko Bader von Ulysses, den Erfinder von Hexen 1730, beziehungsweise jetzt neu 1733. Hallo Mirko. Ja, hallo Dennis. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch wenn jetzt der erste große Schwung, sage ich mal, vorbei ist. Aber ich hoffe mal, es folgt noch viel in den Hexen, für Hexen. Es wird noch viel folgen, ja. Das hoffe ich auch. Wenn das Interesse weiter so groß ist, wie jetzt am Anfang im Crowdfunding und jetzt auch gerade in den letzten Tagen, wo ja auch die Auslieferung jetzt langsam näher rückt. Also da bin ich doch recht unbesorgt, dass das Interesse dass wir auch weiterhin schöne Sachen rausbringen. Perfekt. Wir wollen jetzt keinen Podcast über Hexen so im Allgemeinen regeln und so machen, sondern wir wollen uns ein bisschen um die Geschichte kümmern. Mhm. Da ich auch als Geschichtsinteressierter und Renekter mich das wahnsinnig interessiert und auch die Parallelen, wie du zu dem einen oder anderen gekommen bist. Ach, du machst Reenactments? Ja. Welche Periode denn? Den amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 65, dann die deutsche Revolution 1848 und dann noch so ein bisschen die Zeit amerikanischer Unabhängigkeitskriege, also 1780, 1790. Ja, da kommen wir ja schon in die frühe Neuzeit. Das ja. Andere ist ja schon später. Genau. Und ich würde jetzt gerne mal meine erste Frage, 1640. Dort ist es ja, waren ja die schwedischen Söldner. Die haben einfach eine Grabplatte geöffnet und dann, was ist dann genau passiert? Also, das weiß man ja nicht so genau. Das ist ja der Punkt. Der wird auch absichtlich vage gehalten. Mhm. Es gibt wohl einen einzigen Schweden, der da entkommen ist und der dem Wahnsinn nahe dann später darüber berichtet hat, was da passiert sein soll. Aber was jetzt wirklich genau vorgefallen ist und wo genau das vorgefallen ist, also wo genau im Schwarzwald das alles passiert ist, das weiß man nicht. Ich bin mir auch noch nicht so ganz schlüssig, ob ich das überhaupt jemals genauer definieren sollte, weil ich dadurch irgendwo auch so ein bisschen das Mystery-Element da rausnehmen würde. Deswegen habe ich mir dazu eigentlich auch absichtlich noch keine Gedanken gemacht. Also was da jetzt genau vorgefallen ist, darf weiterhin Grund zur Spekulation sein. Okay. Weiß man denn, wer den Dämon eingesperrt hat? Asmodee? Nee, ich habe jetzt den Namen vergessen. Asmodeus, ja. Ja, Asmodeus. Das hat jetzt aber nichts mit... Auch das... Es ist auch genau dasselbe, ob da eingesperrt worden ist oder ob da wirklich dieses Portal zur Hölle geöffnet worden ist oder was da wirklich genau passiert ist. Das ist das Element, wo ich denke, dass wir das nicht zu genau definieren sollten, um eben diesen Mystery-Touch und diesen unheimlichen Touch und dieses alle Welt fragt sich, was ist denn da wirklich passiert, um das eben dann auch drinnen zu lassen. Okay, das ist natürlich schade, weil ich bin ja neugierig. So ist ja nicht. Das tut mir auch unglaublich leid für dich. Ich bin auch sehr neugierig. Ich werde es auch irgendwann mal erfahren vielleicht, ob ich mir selbst ausdenke oder irgendwann mal jemand anders, das sei dahingesagt. Ja. Aber aktuell muss ich selbst passen. Also du merkst schon, ich weiß auch nicht alles. Okay. Es gibt ja die Hölle, das wissen wir ja nun. Aber gibt es auch den Himmel? Gibt es Gott? Gibt es Engel? Gibt es denn die Hölle? Ah, okay. Gibt es denn die Hölle? Gibt es denn den Himmel? Also ich ahne, worauf deine Frage hinausläuft. Auf diesen ewigen Kampf der himmlischen Herrscharen gegen die Teufel und Dämonen. Wo die Menschen nur so eine Art Spielball darstellen. Das ist etwas, was ich in Hexen nicht thematisieren will, weil es in eine Richtung läuft, die einfach nicht zu
dem Setting passt. Also Hexen ist ein Monsterjäger Rollenspiel in erster Linie. Es geht darum, dass tapfere Jäger irgendwelche Dämonen, Vampire, Hexen, Werwölfe etc. stellen und dann am Ende dann auch besiegen. Natürlich wenden die Bösewichter finstere Kräfte an und natürlich wenden die spirituell geprägten Jäger auch spirituelle oder himmlische Kräfte an. Aber die existieren halt einfach. Ich muss nicht erklären, wo die herkommen. Das ist ja das Schöne, dass wir im Barock haben, dass wir nicht die ganzen Hintergründe erklären müssen. Mhm. Also wir müssen nicht sagen, jetzt ist wieder Magie aktiv oder das hat es halt vorher nicht gegeben. Im Weltbild des Barocks hat das halt immer Magie gegeben. Ja. Aber diese größeren Maßstab, dass ein Gott oder der Gott gegen den Satan kämpft, davon möchte ich eigentlich bei Hexen abweichen. Hm. Ich möchte auch gar nicht Gott irgendwie personifizieren oder als Figur da reinbringen, genauso wenig wie ich auch Satan reingebracht habe. Also alles, was wir wissen, ist, dass eine mächtige und böse Gestalt im Schwarzwald hockt. Wo die jetzt herkommt, ob das eine Art gefallener Engel ist oder ob das einfach nur ein Bösewicht auf einer fremden Welt ist oder ob es die Hölle wirklich gibt, das wird in der Spielwelt so nicht beantwortet. Ah, okay. Also es wird jetzt auch zukünftig, sage ich mal, jetzt nicht so kamale Regeln geben, oder? Sehe ich das also so richtig? Nein, glaube ich nicht. Also wir werden wahrscheinlich schon so ein bisschen noch Regeln rausbringen für mehr spirituelle Charaktere. Mhm. Und es wird natürlich auch weitere böse Zaubersprüche und fiese Flüche und alles Mögliche geben auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, wir bleiben schon auf dem Boden. Okay. Gibt es gute Hexen? Ja. Und können sie vom Prinzip das Gleiche, sie sind nur gut, wie die bösen Hexen? Jein. Dazu wirst du allerdings bald eine diffizilere Antwort bekommen, auf die ich jetzt noch nicht so genau eingehen kann, weil das ist in Arbeit. Okay. Tatsächlich in Arbeit. Ich kann so viel verraten, dass es etwas mit Phase 2 zu tun hat. Ah, okay. Man hörte schon, es gibt ein Workshop-Bericht, Keynote auf der Redcon, genau. Die ja in ein paar Tagen stattfindet. Am Samstag. Genau. Das ist ja schon in 3 Tagen, sehe ich gerade. Eieiei, das ist die Zeit rast. Ja. Da werden wir auch einen kleinen Ausblick liefern auf die Phase 2. Mhm. Und es wird wirklich nur ein ganz kleiner Ausblick sein. Und da wird man schon sehen, wohin die Reise geht. Also für unser nächstes Projekt, für die nächste Phase. Da werde ich dann auch ein bisschen mehr noch erzählen. Okay, na dann bin ich ja gespannt. Ich hoffe, dass ich es noch schaffe, vorher zu veröffentlichen. ja, ich habe auch gerade gedacht, das wird knapp, du. Ja, schau mal. Ich gebe mein Bestes. Einen Unterton einfügen und sagen, das wurde leider wurde vor der Radkanne aufgenommen. Ja, das wissen wir ja jetzt. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, es ist noch 3 Tage. Ja, also entweder... Also 2018 sollten wir vielleicht sagen. Hat kurz 2018. Das stimmt, ja. Wer weiß, wann man das hier hört. Das stimmt, der Chronik muss getan werden. Genügend getan, ja. Dann werden die Hörer schon wissen, was du weißt und ich dann auch. Ich bin gespannt. Ja. Aber machen wir mal in der Geschichte weiter. Ja. Ich glaube, der nächste große Einschnitt ist ja der Fall Roms. Direkt, ja, das geschah ja sehr, sehr kurz nach der Öffnung des Höllenportals. Das erschien mir einfach nur logisch, dass die Dämonen, die aus der Hölle kommen, also in Anführungszeichen natürlich immer, ja. Also dass diese bösen Herrscharen in dem Papst die größte Bedrohung sehen und dann über Rom herfallen und alles platt machen.
Das haben wir auch getan. Ja. Du hast geschrieben, dass danach Sevilla als neues, als neuer christlicher ja. Hauptstadt. Warum? Also weil warum Sevilla? Es in Spanien ja schon eine fest organisierte Inquisition gab. Mhm. Und Sevilla habe ich mir einfach so rausgesucht. Okay, also keine sollte besondere. Spanien sein. Spanien war schon klar. Aber wo jetzt in Spanien, war mir eigentlich egal. Okay. Ich habe jetzt gehofft, dass da irgendeine große Geschichtsbezogenheit, von der ich noch nichts wusste, dahinter steht. Ja, bestimmt. Ganz bestimmt auch, ja. Denke ich mir da noch aus. Ja, okay. Die kommt noch. Dann wurde ja Rom, ich bin 1655 wurden die erobert, oder? Ich glaube. Auf jeden Fall 72. Ich habe jetzt erinnert, es hat kein Buch hier vorliegen, also auswendig kenne ich die Zahlen auch nicht. Okay. Aber erobert wurde es kurz nach dem Öffnen des Höllenportals, also 1642, glaube ich. Mhm. Und genau, hier steht 1642, der erste Angriff auf den Heiligen Stuhl. Ja. Genau. Und Papst Urban, der... Wieder erobert wurde es, glaube ich, 30 Jahre später. 1672. Genau, und dann wurde Pietro Alfonso Fratelli, der neue Papst. Mhm. Wie läuft es jetzt in Italien? Die Karten, die ihr hier gezeichnet habt, die sagen, dass im Endeffekt... Italien total zersplittert ist. Genau. Und das gilt aber nicht nur für Italien, das gilt ja für große Teile Mitteleuropas. Hm. Ja, also mehr zersplittert, als es eh schon ist. Ich beschreibe mal kurz diese Karte, also diese Europakarte mit den einzelnen Ländern. Und dann sind welche, die sind noch rot gefärbt. Genau. Und da steht bei der Legende, natürlich nicht auf der Karte, die ich jetzt erinnere, aber stimmt ja auch immer, dass es denn die noch in kleinteiligere Staaten sind. Richtig. Und es praktisch keine Obrigkeit gibt, sozusagen. Das sind die im Grunde die weißen, also die roten Flächen sind im Grunde die weißen Ecken. Das ist das Territorium, wo der Spielleiter auch beliebig seine Kampagne ansiedeln kann. Ah, okay. Weil er kann sich dann auch selbst ausdenken, wie es dann halt da vor Ort ist. Das ist natürlich dann alles kleine Staaten. Vielleicht Stadtstaaten, vielleicht regiert da ein König oder ein Herzog oder vielleicht regiert auch gar keiner, vielleicht regiert dann auch irgendwo ein Vampir oder eine Hexe oder ein Stamm von Werwölfen. Das ist alles möglich bei diesen Ecken, weil ich der Meinung war, dass wir schon den Spielern genügend Freiheiten geben sollen, sich auch ein bisschen selbst auszutoben. Ja. Es war ohnehin nicht möglich, ein so riesiges Gebiet wie Europa gleich bei der ersten Veröffentlichung von Hexen 1733 so exakt zu schildern. Dafür hätten wir ja allein schon, da hätten wir ja 10 Bücher für gebraucht, nur um Europa zu schildern. Und was drumherum ist, davon will ich gar nicht reden. Das ist ja noch ein Rest von Planeten drumherum. Das und hätte haben wir nicht geschafft. Deswegen wurde auch Europa nur ganz knapp angerissen. Also die wichtigsten und bekanntesten Dinge wurden dann vorgestellt. Und viele Bereiche wurden eben offen gelassen. Hm. Okay. Den Deutschritte Orden überspringe ich jetzt mal und komme zu dem nächsten großen Ereignis, die Seehexen. Du als Preuße überspringst den Deutschritterorden. Ja, weil Preußen möchte ich mich extra widmen. Ach so. Ah, gut. Da kommen wir noch dazu. Da bin ich mal gespannt. Die Seehexen haben gehext und ja, die gehext, Flut kam. Und nicht nur, dass es dann Teile von Europa auch in Marschen jetzt sind und sich Seen gebildet haben. England, Irland, Schottland. Hast du dir schon überlegt, gibt es die noch? Oder gibt es schon noch, ja. Kannst du erzählen, was dort passiert ist?
Müsste ich auch gerne, ja. Okay. Also, was passiert ist, als die Seehexen ihr Ritual vollzogen, das weiß ich jetzt, das kann ich dir jetzt sagen, weil ich habe es in den letzten paar Tagen ausgetüftelt. Ah. Da kommen wir wieder zu Phase 2, aber dazu mehr am Samstag. Mhm. Was in England ist, kann ich dir nicht sagen. Weil ich habe ja auch noch irgendwo so die leise Hoffnung, dass es dann vielleicht irgendwo mal einen Lizenznehmer gibt, der sagt, ach komm, das ist halt, wir sitzen halt in England und wir erfinden jetzt, oder wir beschreiben jetzt unser Land selbst. Mhm. Gleiches gilt ja auch für alle anderen Länder Europas, beziehungsweise auch der Erde. Mhm. Also ich gehe da aktuell noch nicht sehr in die Tiefe. Ja, okay. Habt ihr denn schon Verhandlungen mit Lizenzpartnern? Oder gibt es schon jemand, der gesagt hat... Das macht der Michael tatsächlich. ich weiß, dass es welche aufgenommen worden sind. Aber ich glaube, dass es eher so paketweise geht. Also es geht dann in erster Linie um DSA natürlich und jetzt auch Wrath of Glory. Ja. Der auch jetzt von uns eine Eigenproduktion ist. Und Torg und andere Sachen. Hexen ist dann halt auch ein Teil des Paketes. Aber dazu kann ich dir noch nichts Genaues sagen. Ich denke auch, das ist noch ein bisschen früh, darüber zu reden, weil es ist ja noch nicht mal auf den deutschen Markt erschienen. Ja. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen früh, über internationale Vermarktung zu sprechen. Okay. Du hast geschrieben, Zwerge, Kobolde und Albanen. Sind Alben. Kommen die auf Alban? Weiß ich auch nicht. Dr. Alban vielleicht. Ich glaube, die heißen bei diesem Markus Heinz heißen die, glaube ich, Albar. Da kam ich jetzt, glaube ich, drauf. Alben. Okay. Sind Alben Elfen? Jein. Also eigentlich sind Alben ja inspiriert durch die deutsche oder europäische Märchenwelt. Mhm. Beziehungsweise durch Wagner und die Nibelungen gibt es ja auch den Alben und Rheingold etc. Und eigentlich sind ja Alben in den Geschichten ja so zwergenhafte Wesen. Mhm. Und die Begriffe Elfen, Alben, Zwerge, die kann man im Grunde alle wild durcheinander werfen, bezeichnen aber mehr oder weniger dasselbe. Also Kobolde oder Männlein im Walde, was es alles gibt. Also in der Regel, die meisten Alben sind kleine Wesen und es gibt sehr, sehr viele verschiedene, also zwergenhafte, einige auch elfenhafte. Aber was sie nicht sind, sind Elfen in der modernen Fantasy-Tradition. Hm. Das sind keine hochgewachsenen Tolkien-esken Wesen mit spitzen Ohren, die ewig leben. Sondern sie sind durchaus eher bösartig. Und wie sehen sie aus? Unterschiedlich. Du hast hinten ein Bild, wenn du das Buch mal durchblätterst, ganz hinten hast du ein Bild von einem tiefen Gnomen drin. Und ich glaube von einem Waldgötzen. Dann darüber hinaus gibt es noch, spielen die Alben ja auch eine Rolle im Königreich der Dornen. Hm. Da kommen vor allem die Schwarzalben vor. Die Schwarzalben wiederum könnte man jetzt tatsächlich so ein bisschen mit Dunkelelfen vergleichen. Ist aber auch nur bedingt richtig, denn eigentlich stammen sie auch aus der Edda meines Wissens. Und da werden die Schwarzalben wohl erstmals beschrieben oder zumindest ist beschrieben, dass es sie gibt. Wie sie aussehen, das sind ja so Elemente, die werden ja in den alten Mythen gar nicht so genau beschrieben. Mhm. Also, dass ein Zwerg klein ist, ein Riese groß, okay, das kann man sich noch vorstellen, aber damit endet es meistens. Das heißt, wir konnten uns jetzt, als wir zum Beispiel die Schwarzalben zeichnen ließen, vom Helge Balzer, hat er sich natürlich auch aus verschiedenen Ecken inspirieren lassen und heraus kam so eine Mischung aus modernen Dunkelelfen und Märchengestalten. Mhm. Liegt aber auch daran, dass es sein Kunststil ist. Also er malt halt in diese Richtung sehr viele. Ja. Also es ist egal, ob man sagt Elf
Alp, Zwerg, Gnom, das ist eigentlich alles das Gleiche für diese Rasse? Ja, das ist zwar das Gleiche, aber wie gesagt, die sehen alle verschieden aus. Am ehesten würde ich sie noch als Naturgeister beschreiben. Okay. Oder als Volk, was auch von der Erde kommt. Also es sind ja auch, ist ja auch das einzige Gegnervolk, das nicht widernatürlich ist. Außer die Schwarzen Magier. Die Schwarzen Magier sind einfach nur böse Menschen. Weil dieses Volk auch Teil dieser Erde ist, aber sich eben über Jahrtausende vor den Menschen versteckt hielt. Aber sind es jetzt... Ich möchte jetzt mal sagen, also wie verschiedene Tierrassen, also du hast wie jetzt Elefanten, Rehe, Löwen. Oder ist es doch alles eher so, wie es sind alles Menschen mit verschiedenen Hautfarben? Nein, ich glaube schon, dass sie verschieden sind. Ich weiß nicht, hast du die Bände, die ich eben erwähnt habe? Ich habe das Königreich der Dornen hier. Weil da ist schon sehr, sehr viel drin. Zudem, okay. Da ist auch in dem Regionalband wird auch ein bisschen was über die Alben beschrieben im Erzgebirge. Und da geht schon auch ein bisschen raus hervor, was es alles für verschiedene Alpentypen gibt. Ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, weil ich ja auch dann eventuell für das Königreich der Dornen so ein bisschen spoilere. Ah, okay. Und das wollen wir ja. Aber es sind sehr, sehr unterschiedliche Wesen. Sie können tierhaft sein, sie können menschenhaft sein, vielleicht verwandeln sie sich. Sie sind meistens klein. Vielleicht laufen sie in Form eines Baumes herum oder eines Felsens oder wie auch immer. Da ist auch der Fantasie von Hexenautoren keine Grenze gesetzt. Ist es dann im Regionalband zu finden? Oder? Kampagnenband, ja. In beiden. Ah, okay. Also der Hintergrund des Erzgebirges und die Geschichte der Alben dort, der wird im Regionalband beschrieben. Das ist auch nur, ich glaube, 2-3 Seiten. Aber es reicht, um eine Vorstellung zu bekommen, wie denn diese, das sind ja hier vor allem die Schwarzalben, wie diese Schwarzalben da gelebt haben. Okay. Dann müssen wir uns praktisch von allem dem, was wir glauben über Alben, Zwerge, Gnome zu wissen glauben, eigentlich wegschmeißen und das praktisch komplett neu lernen für Hexen, oder? Na gut, was wissen wir denn über die? Ne? Ja. Sind ja Märchengestalten. Ja, naja, ich sag mal, gerade jetzt Zwerge zum Beispiel, da denkt man halt an 1,45, langer Bart, große Muskeln. Und die Axt. Oder Gartenzwerge. Ja. Das wäre die nächste, also praktisch die aus Schneewittchen, die Zwerge. Das ist dann wieder in der Moderne angekommen. Das ist wieder eine Interpretation tatsächlich, die von Hollywood kommt oder von Walt Disney in dem Fall. Ja. Ja, das ist halt deswegen der Fall, weil das genaue Aussehen von Zwergen im Märchen oder in der Sagenwelt nicht beschrieben wird. Jedenfalls wüsste ich nicht, wo es beschrieben wird. Und wenn, dann unterschiedlich. Also wenn du mal Märchen liest und da kommt ein Zwerg drin vor, dann kann der Zwerg in einem Märchen kann der sich Stein zu Gold verwandeln. Im nächsten Märchen kann er sich verwandeln in, was weiß ich, in einen Eber. Ne, also das ist als, sagen wir mal, als Quellenmaterial nicht ganz so verwertbar. Also für ein Rollenspiel sind wir so ein bisschen gezwungen, diese vielen Geschichten und Märchen und Mythen so in ein bisschen ein Regelkorsett zu pressen, damit man einfach irgendwas an der Hand hat, damit man spielen kann. Na, wir erzählen ja keine Märchen, wir erzählen ja immer Abenteuer. Ja. Und aber da ja gerade die Alben so vielfältig sind, denke ich nicht, dass wir irgendwie dadurch die Fantasie einschränken der Leute oder der potenziellen Abenteuerschreiber. Die können sich auch alle ihren eigenen Albenstamm ausdenken oder in einzelnen Alben oder sich inspirieren lassen von diversen Märchen.
Also ich denke, dass wir da wenig Grenzen gesetzt haben. Okay. Dann noch eine, auch wenn es nicht Geschichte ist, zu der Kampagne. Wie viele Abenteuer sind es? Im Königreich der Dornen? Ja. Das ist ja im Grunde eine große Kampagne. Die hat 6 Akte. Mhm. Und es handelt sich um ein Reiseabenteuer. Das heißt, man reist quer durch das Erzgebirge und darüber hinaus an einen Punkt X. Und man kann diese Kampagne aber auf verschiedene Arten und Weisen spielen. Man kann einfach nur, also es gibt Hauptquesten. Mhm. Diese Hauptquesten sollte man spielen, weil sie erzählen die Geschichte. Wenn man aber nur die Hauptquesten spielt, dann kann es für die Spieler so ein bisschen eingeschränkt sein. Also dann folgt man natürlich dieser Reiseroute, man folgt diesem einen roten Faden. Und gerade erfahrene Spieler würden dann wahrscheinlich schon sagen, es ist ein bisschen zu Railroad. Mhm. Und sie hätten auch recht damit. Deswegen gibt es eine ganze Reihe von Nebenquesten, die man einstreuen kann. Die lockern das Ganze so ein bisschen auf. Die gehen dann nach links und rechts des Weges. Und dann können die Leute auch, oder die Spieler auch, sich so ein bisschen rollenspielerisch austoben. Einige dieser Nebenquesten haben auch kein fest definiertes Ende. Also was am Ende passiert, hängt dann ganz davon ab, wie die Spieler reagieren und wie der Hexenmeister das ein bisschen interpretiert. Hm. Und die dritte Variante ist, dass man noch ein bisschen Zusatzmaterial aus dem Regionalband nimmt. Da sind viele Inspirationsquellen drin oder Ideen für kleine Abenteuer. Diese Ideen sind nicht ausformuliert, die sind einfach nur grob beschrieben. Und ein Hexenmeister, der jetzt eine riesige, lange, epische Kampagne plant, kann natürlich dann noch so seine eigenen Abenteuer einstricken. Mhm. Und dann hat man die Möglichkeit, entweder, wie gesagt, die Kampagne relativ kurz durchzuspielen, innerhalb von einigen Spielsetzungen, oder daraus eben ein episches Abenteuer zu machen. Okay, super. Aber das muss jede Spielgruppe für sich selbst bestimmen. Ja. Okay, kommen wir zur Geschichte zurück. Es gibt, du sprichst von, es gibt ja Gesellschaften, und unter anderem gibt es die Schwestern von Rabenblut. Mhm. Also Blut mit TH. Mhm. Kannst du was zu denen erzählen? Was man weiß? Wenig. Man weiß sehr wenig. Ich weiß natürlich ein bisschen mehr. Mhm. Aber das ist jetzt der Punkt, wo wir in einen Bereich reinkommen, der auch so ein bisschen unsere weitere Philosophie betrifft, was das Erscheinen von Produkten angeht. Wir sind momentan dabei, das kann ich jetzt auch schon mal verraten, das ist ja, TheatreCon ist ja auch nicht so lange hin, dass wir jeweils, wenn wir etwas herausbringen oder etwas in eine Phase herausbringen, dass wir dann Spielmaterial liefern für die Spieler. Also neue Professionen, neue Rollen, neue Dinge, neue Ausrüstung, neue Kräfte, bla bla bla. Und auch für den Spielleiter, wo dann die ganzen Hintergründe beschrieben sind. Ja. Dann kann der Spieler nämlich sich in seine Welt ein bisschen hineinlesen. Er bekommt Hintergrundmaterial geliefert, was aber aus einer Sicht geschildert ist, die eben ein Erzähler in dieser Welt eben hat. Und damit eben eine sehr subjektive Meinung oder Beschreibung der Welt. Und der Spielleiter bekommt in dem anderen Produkt, ob jetzt ein Buch ist oder ein Spieler oder eine Spielbox, sei dahingestellt, aber er bekommt in diesem anderen Produkt das geheime Hintergrundwissen geliefert. Und wenn du mich jetzt nach den Schwestern Rabenblut fragst, dann wäre das etwas, was wahrscheinlich in dem Spielleiterbuch dann beschrieben worden wäre, während es in dem Spielerbuch nur ganz knapp beschrieben worden wäre, weil ja so wenig von denen bekannt ist. Ja, okay. Dann bin ich gespannt. Ja, also ich würde jetzt spoilern, wenn ich da mehr verrate. Ich kann sagen, dass die Schwester Rabenblut zumindest in einer Hintergrundgeschichte in Phase 2 auch vorkommen werden.
ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber immer wenn es eine neue Phase gibt, gibt es dann ein neues Jahr. Also jede Phase ein Jahr. 1733 Phase 1, 1734 Phase 2. Nee, es ist also nach Jahren werden wir das vorerst jedenfalls nicht ordnen. Es kann sich irgendwann mal ändern. Geht es dann auch in die Richtung eines Meta-Plots. Ja. Aber gerade wenn man Spielmaterial liefert, was ja irgendwo auch allgemeingültig ist, also gerade in dem Spielmaterial, das ist ja so ein bisschen zeitlos. Mhm. Also das soll auch zeitlos sein. Es kann ja nicht sein, dass wir, was weiß ich, eine Jägerkraft rausbringen, die ab dem Jahre 1735 nicht mehr eingesetzt werden kann. Also nicht mehr funktioniert. Ja. Das wäre Quatsch, das würde ja kein Spieler verstehen. Aber die Richtung ist noch nicht geplant. Okay. Da wäre auch meine nächste Frage direkt dazu. Plant ihr, also jetzt ne, vielleicht noch nicht gleich, aber in der Zukunft so etwas wie den... Was? nach den Worten plant ihr, kann ich im Grunde schon stoppen. Okay. Würdest du dir wünschen, eine In-Spiel-Zeitung, sowas wie in Aventurischen Boten, nur für die Welt von Hexen rauszubringen, wo auch die Zeit voranschreitet. Würdest du dir wünschen, das war eine sehr clevere Auslegung jetzt. weiß ich nicht. Natürlich brauchst du für so eine Zeitung ja eine enorme Menge Fans und Spieler und viel drumherum und gerade auch, also bei DSA, das lebt ja auch durch die Romane, nicht nur durch die Abenteuer, sondern auch durch die vielen, vielen Zusatzprodukte und es verästelt sich in alle Richtungen. Mhm. Und soweit sind wir bei Hexen einfach noch nicht. Hexen ist aktuell nach wie vor ein Zwei-Mann-Job. Mhm. Also ich schreibe die Texte und Mike besorgt die Grafiken. Okay. Das ist im Grunde das Team, was wir momentan bei Hexen haben. Ich bin immer noch auf der Suche nach Autoren und wir werden auch demnächst unsere Suche ein bisschen forcieren müssen. Aber aktuell habe ich sie noch nicht. Es ist aber auch sehr schwer, nach Autoren zu suchen, wenn das Spiel noch nicht mal erschienen ist. Mhm. Also es macht jetzt keinen Sinn, einen Aufruf zu starten. Meldet euch, wenn ihr mitschreiben wollt und Erfahrungen habt und gut schreiben könnt, etc. Und dann kommt der Erste und sagt, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann es nicht kaufen. Okay. Da wäre der nächste Shitstorm ja schon vorprogrammiert. Ja. Da muss ich mich noch ein bisschen in Geduld üben. Okay. Aber wenn wir dann wirklich, das wäre halt natürlich mein Traum, dass sich diese Welt so ein bisschen auch verselbstständigt, dass mehrere Autoren daran mitarbeiten und dass sie verschiedene Ecken der Welt beleuchten und verschiedene Rassen beleuchten und Gegner und dann wäre sowas wie ein Aventurischer Bote natürlich auch interessant. Ja. Aber wie gesagt, da sind wir auch meilenweit von. Okay. Dann noch eine Frage, die mir im Discord gestellt wurde. Es wurde gefragt, ob... ich lese einfach mal vor. Das liest du ab, ne? Das lese ich jetzt mal ab. ich habe versucht, das zu formulieren, aber das habe ich jetzt nicht gekriegt. Also er findet gerade die Textstelle nicht mehr, aber irgendwo ging es um indianische Naturgötter, die real geworden sind. Ja. Trifft das auch auf Europa zu? Jetzt zum Beispiel mit Blick auf zum Beispiel nordische Mythologie. Ja gut, das haben wir ja schon mit den Alben. Die Schwarzalben sind ja Fabelwesen aus der Edda. Und die sind ja jetzt auch schon im Grunde real geworden. Ist Thor also auch kann da? Ich diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. Okay. Wo es wahrscheinlich endet, das wird dann auf der Ebene von Gottheiten sein. Hm. Also das ist dann, da kommen wir wieder genau in dieselbe Geschichte rein mit Christus und Satan. Hm. Wie würden denn dann andere Götter in diesen Kontext reinpassen? Eigentlich gar nicht. Das würde sich ja beißen. Also da das wäre schwierig. Hm. Also woran man glaubt als Charakter, das ist was anderes. Und ob man jetzt
ob man vielleicht auch mal irgendwann einen nordischen Sturmpriester ins Spiel bringt. Glaube ich jetzt zwar nicht, weil die sind ja auch Christen im Grunde. Aber das wäre theoretisch möglich. Würde dann aber auch zu sehr meines Erachtens in die Fantasy-Ecke abdriften. Ja. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also im Grunde muss man mit allen Dingen, die man für Hexen entwickelt, so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr abdriftet in die Fantasy-Ecke. Manchmal gelingt es auch nicht. Manchmal kommen schon so ein paar Elemente drin vor, die dann doch eher Richtung Fantasy sind. Aber gut. Okay. Der eine mag es, der andere mag es auch nicht. Ja. Ich glaube, es kam bei dir jetzt gerade nicht an, aber die Frage war, also Thor wird man nicht sehen. Thor wird man mit Sicherheit nicht sehen. Ja. Okay, gut. Dann Preußen. 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 Jetzt, dein Lieblingsthema. Genau. Du wohnst in Bayern, habe ich gesehen. Nein, ich wohne in Franken, wurde mir beigebracht. Ah. Ich soll immer ganz klar widersprechen, dass das hier... Da haben sich noch reingelassen, ja. Hauptsächlich, weil meine Frau hier gewohnt hat. Also. Ja. Das ist, glaube ich, der einzige Grund. Also sonst versuchen meine Kollegen schon immer wieder zu sagen, ja, jetzt lern doch mal ein bisschen fränkischen Dialekt. Ich bin ja froh, wenn ich ihn verstehe. Also. Preußen hat sich ja gegründet nach dem Krieg. Das hat also, das hat es noch geklappt. Nach dem großen Krieg meinst du, oder? Genau. Nach dem 30-jährigen Krieg. Nach dem 30-jährigen Krieg hat sich ja Preußen... Sehr gut, das ist ja in der Hexenwelt ein bisschen anders gelaufen, weil der ist ja nie abgeschlossen worden. Ja. Aber also es ging darum praktisch, trotzdem hat es Preußen geschafft, sich als, also Brandenburg zu Preußen zu entwickeln, sozusagen. Durch Heiraten und Verträge. Ja, Brandenburg-Preußen gab es zuerst. Mhm. Ich bin nicht ganz so fit in der Geschichte Preußens, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich hatte etwas geändert, indem ich Preußen schon früher zum Königreich habe aufsteigen lassen. Genauso wie Bayern übrigens. Ich glaube, ich hatte da Kleinigkeiten geändert. Nicht, dass es irgendwie große Auswirkungen hätte. Aber wir haben in der Tat momentan Friedrich den ersten Soldatenkönig, der dort das Sagen hat. Und sein Sohn soll, glaube ich, 1733 heiraten. Macht er dann aber nicht. Oder macht er doch? Weiß ich nicht. Sagen wir so, Preußen ist ja nur ein kleiner Absatz jetzt hier drin im Regelbuch. Ja, es spielt ja auch in der Tat, wenn wir mal ehrlich sind, nicht so die große Rolle. Also Preußens großer Aufstieg zur Macht und Glorie kommt ja erst mit dem Sohn, also Friedrich wieder den Zweiten. Also Friedrich dem Großen. Mhm. Der baut ja auch Berlin kräftig aus und der legt sich ja auch mit Maria Theresia an, der Habsburgerin, und unter ihm wird ja Preußen überhaupt erst zur Staatsmacht. Ja. Oh, Anfang des 18. Jahrhunderts ist Preußen wirtschaftlich noch nicht sehr stark. Der Soldatenkönig baut diese Militärtradition zwar schon auf, was Preußen auch später dann stark machen wird. Auch diese preußischen Tugenden, Disziplin und so weiter, Eifer, ich noch alles, Pünktlichkeit. Ja. Aber so richtig mächtig wird es eben erst unter Friedrich dem Großen. Gab es schon die Langkerls 1733? Hat er die schon geschenkt bekommen? Ich meine schon. Das war also ich meine jetzt in deinem Preußen. Ich habe das mal gelesen und ich meine, die gibt's. Ich kann auch sogar sein, dass sie im Werkzeugeheft sogar schon erwähnt werden. Was haben wir denn hier? Die Langkerls. Ich finde sie gerade nicht. Wurden 1675 gegründet. Ja, gibt's schon. Okay, perfekt. Und Infanterieregiment. Und die Langenkerls waren, ja doch, da steht auch tatsächlich drin, im Werkzeugeband, die waren wohl vor allem auch Grenadiere, weil die auch eine andere Hutform hatten. Das lag wohl daran, weil die ja die Granaten werfen mussten und dadurch weit ausholen mussten und
wenn der Hut eine Krempe besessen hätte, dann hätten sie den Hut ja quasi vom Kopf gerissen. Ja. Deswegen haben die diesen spitz zulaufenden, hohen, krempenlosen Hut. Und der hat ihnen wohl auch den Namen verpasst. Die waren aber auch ziemlich groß, glaube ich. Aber da hört es bei mir auf. Da habe ich ja unseren Fachmann, den Sergej, gefunden. Der hat ausgezeichnetes Wissen, was, was alte Bewaffnung oder barocke Bewaffnung angeht. Und barocke Kleidung, barocke Ausrüstung. Und der hat uns übrigens auch im Buch der Regeln diese ganzen Zeichnungen gemalt von den Waffen und von den Kleidungssets. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, weil dann habe ich auch ein sehr gutes Gefühl, dass diese Zeichnungen auch sehr nah an der Geschichte sind. Also die sind, ich sag mal, 95% authentisch. Ah, das hört sich ja schon mal gut an. Die hat jemand gemalt, der sich wirklich mit auskennt. Ah. Und das war auch ein Glücksgriff, dass wir den gefunden haben, weil ich hätte ehrlich gesagt sonst auch keinen anderen Zeichner gehabt, der das so drauf hätte. Wer ist Sergej? Sergej Ermola. Wir hatten nach jemanden, der uns historische Bilder raussucht. Und dann hat er sich gemeldet. Und wie sich dann herausstellte, ist er nicht nur sehr bewandert in historischer Kunst, sondern er betreibt auch selbst historischen Fechtkampf. Und kann auch noch gut zeichnen. Also da kam wirklich alles in einer Person zusammen. Ja. Und der hat mich dann auch öfters mal abends angerufen und was erzählt, wie diverse Waffen verwendet worden sind, was mich dazu gezwungen hat, dass ich auch Regeln umschreiben musste, um das ein bisschen authentischer noch zu machen. Ja. Und er hat auch tatsächlich viele Waffeneinträge in dem Buch nochmal überarbeitet und auch ergänzt. Also ich bin sehr begeistert davon, dass er da mitgemacht hat und bin auch sehr froh drum, dass das jetzt wirklich von jemandem geschrieben ist, der dann doch ein bisschen mehr Ahnung hat als ich. Ja, das ist immer gut. Ja, weil du kannst dich unmöglich als einzelne Person mit allen Elementen vertraut machen. Also, wenn du mich jetzt über Preußen fragst, dann kann ich dir ein bisschen was erzählen, was ich so aufgeschnappt habe. Ob das jetzt alles wirklich stimmt, da müsste ich jetzt auch genau nachrecherchieren. Ja. Aber dafür habe ich die Zeit auch gar nicht. Aber so weiß ich wenigstens so ein bisschen, was in Europa der Stand war, anno 1640. Und wie sich das danach entwickelt haben könnte. Hexen ist ja eine große Was-wäre-wenn-Geschichte. Ja. Also was wäre, wenn im Jahr 1640 dieses Höllenportal geöffnet worden wäre und Vampire, Hexen, Werwolf etc. Wieder auf der Erde wandeln würden. Und darauf ausgehend baut im Grunde auch die ganze Hexengeschichte auf. Ne. Gibt es noch Kriege zwischen den einzelnen Ländern? Oder? Ja, gibt es noch. Aktuell gibt es keinen großen Krieg. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, weil ich mich bei den Kriegen ja schon nahe an der Realität bewegen möchte. Also es gab Anfang des 18. Jahrhunderts den großen Nordischen Krieg. Und es gibt auch immer wieder kleinere Kriege. Aber allgemein war 1933 relativ ruhig. Es werden weitere Kriege kommen. Wenn wir einen Krieg haben, also einen historischen Krieg, dann sind wir natürlich jetzt in der Position, die Hintergründe zu ändern. Also wir können sagen, okay, der Krieg hat auch in Europa getobt oder diese beiden Mächte haben sich bekriegt. Aber die Gründe waren anders, weil vielleicht ein Vampir dahinter stand oder weil eine Hexe den Landesherrn bezirzt hat oder weil irgendwelche bösen Sachen passiert sind. Zauberei, Rituale, Hexenkunst, Naturkatastrophen etc. Was von unserer realen Geschichte abweicht. Sind die bösen Hexen immer weiblich? Ja. Warum? Das
wird im Spielleiterbuch okay. beschrieben. Da würde ich jetzt ein bisschen anfangen zu spoilern. Okay, dann lassen wir das erstmal machen. Aktuell ist es so, also warum ich sie halt so erfunden habe, ist, weil ich mich einfach an Märchengestalten orientiert habe. Hm. Und die Hexe im Märchen ist nun mal immer weiblich. Ja. Die Hexe, die im Knusperhaus im Wald wohnt, oder die böse Schwiegermutter, die das Schneewittchen mit einem vergifteten Apfel dann ins Koma versetzt, etc. Ja. Und hinzu kommt, dass ich natürlich auch so eine Hauptinspirationsquelle durch den Film Hänsel und Gretel Hexenjäger hatte. Hm. Und auch in dem Film kamen eben nur weibliche Hexen vor. Ja. Und ich habe auch lange drüber nachgedacht, ob ich nicht auch männliche Hexen reinbringe. Aber ich finde, dass man sie wahrscheinlich eher in der modernen Form ausgelegt hätte. Natürlich, in der frühen Neuzeit gab es ja Hexenprozesse. Mhm. Jetzt sind wir wieder in der Geschichte. Und da wurden wohl genauso viele männliche Hexer verbrannt wie weibliche Hexen. Gerade im norddeutschen Raum wurden sogar mehr Männer verbrannt als Frauen. Also historisch ist das schon so belegt, aber das war natürlich alles keine echten Hexen. Ja. Die waren natürlich irgendwo alle unschuldig. Sofern wir wissen. Sofern wir wissen, ich nehme es mal stark an. Ja. Aber da hätte ich gleich eine Idee. Katte ist doch bestimmt ein Vampir, oder? Wer? Katte, Friedrich, der Große. Er wollte doch fliehen mit seinem Kumpel Katte. Ach und so, der stimmt, der wollte fliehen. Genau. Der ist dann ja geköpft worden, ne? Genau, vor den, und der Sohn muss ja, halt zugucken. Ja, kann sein. Das meine ich jetzt noch nicht. es ist nicht ausgeschlossen, ja. Also ich denke mal, dass wir bei den großen Figuren, dass wir da nicht zu sehr abweichen werden. Das, die werden vielleicht in Hexen Spielball anderer Mächte sein. Mhm. Ja, das kann natürlich auch sein, dass jetzt irgendwo ein König so und so, was weiß ich, von Vampiren irgendwo beeinflusst wird. Aber bei den wirklich großen Figuren müssen wir schon so ein bisschen gucken, dass wir dann auch den historischen Fluss dann auch beibehalten. Mhm. Dann bin ich ja gespannt, wie da Phase 2. Phase 2, genau. Genau, ich hoffe ja noch irgendwann, dass meine Bücher alle verfilmt werden. Dann wird das dann wie beim MCU. Mhm. Na gut. Naja, wenn umso erfolgreicher ihr seid, umso eher könnt ihr das auch selber verwirklichen. Ja, natürlich. Ja, das ist dann gewisses Films oder so. Das sind ja auch ein paar Tausend, hat man doch so einen Film, oder? Ja. Was kostet klar. So ein Blockbuster? 2000 Euro, oder? Kriegen wir auch noch hin. Ja, der Rest sind Gagen für die Hauptdarsteller. Ich glaub, das ach so, ist ach, ich hab ganz vergessen. Ja. Okay. Aber zum Thema Hexen wird es auf der Radkomm noch was geben. Ich bin da auch sehr offen für Gespräche, auch zu dem Thema, warum Hexen nur Frauen sind. Mhm. Da gibt es sicherlich auch kontroverse Meinungen. Die gibt es natürlich immer. Aber also wenn der eine oder andere damit mit mir darüber reden möchte, dann kann er das gerne tun. Okay. Ich bin leider nicht da, sonst würde ich das Angebot folgen. Aber ich kann leider nicht. Dabei hast du es doch gar nicht so weit von Franken. Das stimmt. Das ist 2 Stunden, 3 Stunden vielleicht. Ja. Durch die A3, bist du schnell da? Ja, das Problem ist, mein Patenkind ist da mit Familie. Ah. Und die wohnen noch in Berlin. Und da habe ich dann gesagt, okay, die müsste man öfters mal sehen und deswegen geht es leider nicht. Ja, geht nicht immer. Ja, man kann nicht alles haben. Aber was wir haben können, ist der Deutschritterorden. Der Deutschritterorden, ja. Ist er so reich wie in der Hochzeit? Oder ist er im Niedergang gewesen, 1733?
ja gut, da müssen wir natürlich 1640 ansetzen. Mhm. Also die Ordensritter allgemein haben ja einen riesigen Zulauf bekommen. Im Grunde gab es ja nicht mehr die Ordensritter, die es jetzt noch im Mittelalter gab. Mhm. Und also die kämpfenden Ordensritter wurden immer weniger. Es gab zwar auch im deutschen Orden noch die Kavaliere. Das waren Ritterbrüder, also Mitglieder des Ordens, die auch gekämpft haben. Vorwiegend gegen die Osmanen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber bei dem Orden, viele Orden hatten sich auf andere Tätigkeiten versetzt. Im Grunde waren es Zusammenstöße von Adligen, Sponsoren, Eilern, die haben Gebäude errichtet, Stiftungen bezahlt, etc. pp. So genau kenne ich mich da gar nicht aus. Aber der reine Ritter, der reine kämpfende Ritterorden, den gab es so kaum noch. Und der ist wieder aufbelebt worden, als es plötzlich wieder Dämonen und Untote und Teufel gab auf der Erde. Hm. Weil diese Ritter ja auch mit der Kraft ihres Glaubens und ihrer Überzeugung und ihrem Eifer die Horden der Hölle bekämpft haben. Ja. Und das steht auch drin in der Vorgeschichte von Hexen. Hm. Ob die jetzt reicher sind, ja, kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich würde mal sagen, dass allein die Aufrechterhaltung einer Kriegsabteilung, dass das schon sehr viel Geld kostet. Und ich weiß nicht, inwiefern die Ritterorden damals von den jeweiligen Regionalstaaten Geld bekommen haben. Mhm. Oder ob die Land besessen haben. Ich glaube, in Ostdeutschland werden die wahrscheinlich auch viel Land besessen haben. Mhm. Aber da gehe ich jetzt auf dünnes Eis. So genau kenne ich mich da nicht aus. Ist eines von den Themen, wo ich mir auf jeden Fall nochmal ein Buch zu kaufen muss. Ja. Weil es auch sehr wichtig ist. Und du findest auch im Internet, wenn du dazu recherchierst, wenig. Mhm. Also sehr, sehr wenig, was du wirklich auch verwenden kannst. Also wenn du einen Ritterorden, einen Ritter spielen willst, also einen Ordensritter spielen willst, mhm, und willst dich nur mal so grob informieren, dann hast du schlechte Karten. Okay. Ich weiß, zum Deutschritterorden gab es gerade in der PM History, also gerade vor ein paar Monaten, mhm, gab es direkt auch so einen Artikel drüber. Es gibt viele Artikel, ja, aber die reichen oft nicht aus, weil es fehlen immer so die wesentlichen Sachen, wie war der Alltag? Ja. Das ist bei fast allen historischen Sachen so. Es gibt ganz wenige, also wir wissen, welche Feldzüge geführt wurden, wo in der Schlacht von XY die Kompanie stand, mhm, ob die 3 Meter weiter links stand oder 3 Meter weiter rechts, wo die Pferde aufgebaut waren. Das wissen wir ganz genau durch alte Zeichnungen. Wir wissen aber nicht, wie das Leben in so einem Heerlager. Mirko? Ja? Du warst gerade weg. Wir wissen aber nicht, wie das Leben in einem Heerlager aussah. Ah, okay. Also ich weiß es jedenfalls nicht. Bestimmt steht das irgendwo in einem klugen Buch, das ich dann auch nochmal irgendwann lesen muss. Aber ich habe es noch nicht gelesen, weil es ist wirklich kaum möglich, dich mit allen Bereichen des Alltagslebens des Barocks, mhm, zu beschäftigen. Aber die Deutschritter, da hast du auch geschrieben, die sind doch relativ erfolgreich beim Kampf gegen die... Ja, beim Kampf sind die erfolgreich. Aber ob sie deswegen mehr Geld in der Kasse haben, das ist halt so eine Sache. Ne? Ja, darauf wollte ich jetzt aber gar nicht raus. Die Frage ist, habe ich das jetzt so richtig verstanden, die kämpfen praktisch noch hoch zu Rosse mit Schwert und Schild? Ja. Oder... Theoretisch ja. Wobei das im Grunde ja schon ein bisschen obsolet ist. Also im Barock kämpften ja vor allem die Kürassiere, mhm, und auch einige andere berittene Einheiten. Die werden aber auch im Werkzeug des Hexenmeisters ein bisschen angerissen. Mhm. Von Sergei natürlich. Da gibt es einige ganz verschiedene Kavalleriearten. Die alten, schwer gepanzerten Kavalleristen, die haben ausgedient. Das Schwerste, was man hat, das sind die Kürassiere
von denen leitet sich auch der Name Kürass ab. Das ist im Grunde diese Brustpanzerung. Ja. Also das einzige Teil einer barocken Panzerung, was noch aus Metall besteht. Mhm. Brustpanzer, Schulterplatten und dann gibt's dann noch so ein paar andere Applikationen, aber das war's dann auch schon. Ist nicht so, dass dann schwer gepanzerte Ritter rumlaufen. Und ich denke mal, ein Ordensritter, obwohl wir diverse Ordensritter gezeichnet haben, die auch schon schwere Panzerung tragen, die auch so ein bisschen in mittelalterlich anmuten. Wenn man genau hinguckt, sieht man doch, dass sie ein bisschen leichter sind und ein bisschen beweglicher und eben nicht so wie ein Ritter aus dem 13. Jahrhundert. Hm. Okay. Dann willst du noch etwas Geschichtliches erzählen, was dir noch auf dem Herzen liegt? Was mir auf dem Herzen liegt? Was Geschichtliches? Puh. Irgendwas, was dich besonders freut. Was mich freut? Mich freut es, dass sehr, sehr viele Leute durch Hexen animiert worden sind, ihre eigene Heimatstadt zu recherchieren. Mhm. Das war auch so eine kleine, so ein kleines Ergebnis des Crowdfundings. Da kamen wir ja auch mit vielen, vielen Leuten zusammen, die auch gesagt haben, was sie gerne hätten und was sie gerne machen wollen. Und viele haben gesagt, dass sie eine Kampagne in ihrer Heimatstadt ansiedeln wollen oder ihrer Heimatregion. Und auch schon angefangen haben, sie in alten Geschichtsbüchern zu blättern und alten Sagen auszugraben etc. Und das finde ich toll. Das finde ich toll, weil auch gerade diese Epoche, das 18. Jahrhundert, gar nicht so bekannt ist. Also wir wissen vieles noch bis ins 17. Jahrhundert, so bis in den 30-jährigen Krieg. Danach war Mitteleuropa ziemlich kaputt und es wurde jahrzehntelang wieder aufgebaut und erst so Mitte des 18. Jahrhunderts ging es eigentlich erst so langsam wieder los. Ja. Ich finde es schon schön, dass die Leute mal gucken, wie war es denn damals in diesem Jahrhundert, und da wurden ja auch viele Weichen gelegt, deren Entwicklungen auch in den nächsten Jahrhunderten natürlich noch von Bedeutung waren. Teilweise sogar bis in unsere heutige Zeit hinein. Mhm. Also wenn man zum Beispiel mal die alten Häuser sich anschaut, die noch in vielen Städten und Dörfern sind. Die meisten davon wurden in der Tat in der frühen Neuzeit errichtet. Mhm. So echte mittelalterliche Häuser sind sehr, sehr selten. Und nur weil es aus Fachwerk gebaut ist, muss es ja nicht heißen, dass es irgendwann im 10. Jahrhundert gebaut worden ist. Ja. Sondern wahrscheinlich eher im 17. oder 18. Jahrhundert. Okay. Haben wir noch irgendwas vergessen? Das weiß ich nicht. Du stellst die Fragen. Ich soll hier beantworten, hieß es. Echt? Kann mich gar nicht daran erinnern. War der Plan, ursprünglich mal. Kam dann auf diese Ideen. Was würdest du denn machen, wenn du mal was schreiben würdest für Hexen? Was ich machen würde? Mhm. Von welcher Region meinst du? Ja, oder überhaupt, würdest du ein Abenteuer schreiben oder würdest du ein Regionalband schreiben? Und welche Region? Also ich kann mir gut vorstellen, dass du wahrscheinlich Preußen dir rauspickst. Zum Beispiel, also das würde mich schon reizen. Ich habe halt das Problem, ich habe halt nie wirklich richtig geschrieben, aber das würde mich reizen. Mhm. Da so ein bisschen die. Aber nur Fakten zusammentragen wäre ja schon ein Anfang. Ich fürchte, da will mich jemand rekrutieren. Nein, ich würde nur mal gerne wissen, wie das ist, wenn du hast Interesse da für Hexen was spielen, was weiß ich, du willst die Berliner Kampagne machen oder die Königsberger Kampagne. Mhm. Ne? Wäre das was für dich? Ja, klar. Also auf jeden Fall, ich habe mir das auch schon mal überlegt. Ich hatte ja dich auch schon mal angeschrieben. Ja, ich erinnere mich vage. Hm. Ja, da ist schon leider ein bisschen länger her. Das ist dann, hat dann leider nicht so funktioniert, wie ich dann mir bist das. Bist du einer von denen, auf die ich stolz bin, ja? Ich weiß es noch nicht. Ich habe so eine Kurzgeschichte geschrieben, habe aber
hast du auch korrigiert und auch richtig gute Anmerkungen gemacht. Da hatte ich noch ein bisschen Zeit gehabt. Danach kamen so viele andere Kurzgeschichten rein und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil die immer noch in meiner Schublade liegen. Da habe ich Glück gehabt. Ich habe bloß das Problem gehabt, ich habe zu viele Insider, die nur ich oder Freunde verstehen. Da muss ich noch dran. Also ich habe es mir noch immer vorgenommen, dass ich das nochmal machen möchte. Das war ja auch gar nicht so schlecht. Also ich fand sie eigentlich ganz, ganz unterhaltsam. Also wir waren halt nur anderthalb Seiten. Ja. Ja, das war halt. Ich wollte gerade sagen, das war nur recht kurz, ne? Ja, das war halt nur irgendwo reingequetscht, das habe ich noch geschafft. Ja, ich sage ja, es war halt eine Kurzgeschichte. Ich meine, anderthalb Seiten sind kurz. Solche Kurzgeschichten, es gibt solche Kurzgeschichten. Ja, ich glaube, das wurmt mich sozusagen oder das brodelt in meinem Hinterkopf, dass ich das nochmal dementsprechend noch ein bisschen ändern möchte, ein bisschen länger schreiben möchte und es dir dann irgendwann nochmal schicke und sage, hier komm, gib mir ein Jahr und dann schreibe ich dir was über Preußen. Genau, und dann gib mir bitte ein Jahr, damit ich das mal Zeit habe, das zu lesen. Ja, das ist ja perfekt, dann habe ich ja praktisch 2 Jahre Zeit. Da hast du ja 2 Jahre Zeit, na super. Ja, also. Feinchen wir hier über Zeit, oder wie? Ich fürchte. Ja, ich muss auch jeden Tag feilchen über Zeit. Ja, es nützt nicht. Ihr müsst mich einfach fest anstellen, dann kann ich meinem normalen Brotarbeit sein lassen und mich nur darum kümmern. Ja. Ich werde das mal vorschlagen. Ja. Okay. Ich fürchte, du hast mich jetzt wieder angefixt. Meine Frau wird es danken. Das war mein Ziel. Ja. mal gucken, wann ich da weitermache. Wahrscheinlich morgen oder so. Ich bin mal gespannt. Ja, ich auch. Okay, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Zeit, die du hast. Oder die du dir genommen hast. Und vielleicht machen wir das mal irgendwann nochmal weiter und vertiefen das vielleicht noch. Vielleicht haben wir noch andere Fragen da draußen und möchten mehr Wissen, mehr Antworten haben. Oder wir machen praktisch einen reinen Spoiler-Cast. Ein Spoiler-Cast? Ja. Nee, das geht nicht. Wie? Ich spoilere doch nicht. Ein Hexenmeister-Cast. Ein Hexenmeister-Cast? Genau, mit dem Hexenmeister für die Hexenmeister. Mit dem Hexenmeister für die Hexenmeister. Ah ja, okay. Also mit dir für die Spülleiter. Habe ich jetzt wirklich verstanden? Spülleiter? Ja, das habe ich so gesagt. Ich wollte aber Spielleiter sagen. Ich kann das auch gerne für die Spülleiter machen. Also ich habe eine Spülmaschine, da wird einfach alles eingeräumt und dann wird drauf gedrückt und dann ist fertig. Ja, das geht auch. So leite ich meine Spüle. Nee, klar, warum nicht? Können wir gerne mal machen. Ja, dann warte ich jetzt erstmal die RadCon ab und dass das Video online geht. Neuheiten, da gibt es nämlich sehr, sehr viele, nicht nur bei Hexen, auch bei anderen Produkten. Ja, andere Produkte sind interessant, aber es ist nicht Hexen. Logisch. Ja. Das steckt nur mal anders ja schon drin. Okay, ja. Es ist nicht das, wo wir uns jetzt in einem Hexencast interessieren sollten. Ja. Aber ich merke, was getrunken habe und ist mir total warm und ich rede wirr. Ist wirklich heiß, ja. Du hättest jetzt auch sagen können, nein, so wirr redest du nicht oder so, aber ist okay. Hätte ich sagen können, ja, aber das wäre ja dann gelogen. Ja, okay, danke. Außerdem geht es mir ganz genauso wie dir, also warum soll es dir besser gehen? Okay, dann danke ich dir für die Zeit nochmal. Ich danke den Zuhörern für die Zeit. Nochmal gern geschehen, ja. Die sie sich genommen haben zum Zuhören und wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir, ich stelle sie Mirko oder kommt in den Hexen-Discord, wo der Mirko regelmäßig zu Fragestunden lädt, wie ich gehört habe. Und auch so Fragen beantwortet. Ab und zu. Ja. Okay, dann bis dann. Wenn Fragen aufkommen, ja. Ja, gut. Dann bis dann und euch noch einen schönen Tag, gutes Zuhören. Ciao.